mich ist die Resi vor allem, wie gesagt, jemand, der extrem kämpft, auch als Frau gesehen zu werden. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Momente in unserer Gesellschaft heutzutage, wo das auch eine Rolle spielt. Das gesehen werden, wie werde ich als Frau gesehen, wie stelle ich mich dar. Das ist auch für mich Teil dieser Geschichte. Es hat natürlich total viele Ebenen, auch gerade weil sie nicht sieht und so weiter. Aber welchen Wert habe ich als Frau? Ist auch für meine Generation teilweise total relevant, sozusagen, weil gerade mit Instagram und so weiter man irgendwie sich selbst ganz anders darstellen kann oder so gesehen werden will und das auch extrem beeinflussen kann und sich aber in seinem stillen Kämmerchen irgendwie zu Hause die Augen ausweint, weil man sich eigentlich gar nicht so viel wert fühlt, so. Die Agnes kommt gleich, gnädiges Fräulein. Ist nichts passiert. Gar nichts passiert. Die fährt wieder auf. Das ist das Einzige, was ich kann. Können hab. Aber sie können es doch. Davon verstehst du nichts. Das ist natürlich noch mal eine andere Zeit, in der unsere Geschichte spielt, aber trotzdem, also auch zum Beispiel, also jetzt auf Resi bezogen, ist es noch mal viel offensichtlicher, aber auf Agi bezogen zum Beispiel, die Kammerzofe ist und die extrem runtergestuft wird als Stubenstampfer und was weiß ich, warum sollte die eigentlich weniger wert sein, so? Und diese Abstufungen, die gibt es trotzdem heute auch noch auf einer gewissen Ebene. Und ich meine, wenn ich meine 16-jährige Schwester sehe zu Hause, die irgendwie sagt, sie ist weniger wert, weil sie keine Ariana Grande ist, so, gibt mir das schon zu denken. Und ich meine, es ist natürlich jetzt auch schwierig, sozusagen das anhand von Resi eigentlich direkt zu erklären, finde ich, weil es schon ein extrem spezieller und ein extremer Fall in sich ist. Und Resi irgendwie auch jetzt, ich beziehe das jetzt extrem aufs Visuelle, aber es ist für mich einfach gerade so, natürlich visuell auch nicht ansprechend ist, aber was hat das für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Wo setzt man an so?